Achtung! In unseren Community-Richtlinien wird beschrieben, welche Inhalte auf YouTube erlaubt sind und welche nicht. Dein Video wurde zur Überprüfung gemeldet. Bei der Überprüfung haben wir festgestellt, dass dein Video gegen unsere Richtlinien verstößt. Deshalb haben wir dieses Video auf YouTube entfernt. Außerdem wird dein Konto eine Verwarnung wegen der Verletzung unserer Community-Richtlinien bzw. vorübergehende Strafe erhalten. Und warum habe ich diese Beschränkung bekommen? Es sind keine Inhalte zugelassen, in denen zu illegalen Handlungen oder dazu aufgerufen wird, gegen die Richtlinien von YouTube zu verstoßen. Solche Aktivitäten können in eingeschränktem Maße nur dann zugelassen werden, wenn sie bildend oder dokumentierenden Zweck dienen und nicht zur Nachahmung gemacht sind. Ja, hallo, ich bin Jens Christ und was für ein Video wurde da gemeldet? Und das finde ich wirklich schon erschreckend, weil es ist ein Video, was sich mit legalen Internetseiten beschäftigt. Bei diesen Internetseiten kann man YouTube-Videos runterladen. Das ist völlig legal und in dem Video sage ich auch, warum es legal ist, weil man in Deutschland eine Privatkopie machen darf. Und das ist völlig legal, sowas zu tun. Was allerdings nicht legal ist, und auch das sage ich in dem Video, dass wenn du den YouTube-AGBs zugestimmt hast, denn da sagst du, dass du so etwas nicht tust, dann darfst du es nicht. Aber für alle anderen, die nicht den AGBs zugestimmt haben, ist es völlig legal. Und genau das mache ich. Ich beschäftige mich also mit legalen Internetseiten. Und dass ich jetzt hier gegen irgendwelche Richtlinien verstoße, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sage da auch jetzt nicht irgendwelche Schimpfwörter in dem Video oder beleidige da irgendjemanden, was gegen die Richtlinien auch verstoßen könnte. Das mache ich alles nicht. Und ich mache auch keine irreführenden Hinweise oder sowas. Und Titel und Thumbnail waren auch alle völlig legal. Und zu dem Video ist es übrigens gekommen, weil ich in Adventskalender eine Software gewonnen habe, mit der man das auch machen kann. Also von einer, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt von CC war oder von einem anderen Hersteller. Vielleicht habe ich auch mehrmals diese Software gewonnen. Auf jeden Fall, da hat jemand halt diese Software verschenkt, mit der man das machen kann. Und ich habe gesagt, es ist eigentlich viel besser, wenn du das über eine Internetseite machst. Und beides ist völlig legal, solange es eine Privatkopie ist, welches in Deutschland legal ist. Ja, Auswirkungen, welche Auswirkungen hat das Ganze für mich? Das steht hier auch nochmal. Dies ist die erste Verwarnung für dein Konto. Naja, ich hatte zwar schon Verwarnungen, wobei das ist meine erste Community-Richtlinien-Verwarnung. Davor waren es andere Verwarnungen wegen Urheberrechtsverletzung. Also dies ist meine erste Verwarnung. Wir wissen, dass die Nutzer auf YouTube nur selten absichtlich gegen unsere Richtlinien verstoßen. Deshalb gelten unsere Verwarnungen lediglich für einen bestimmten Zeitraum. Diese Verwarnung läuft in 3 Monaten ab. Falls du noch mehr Verwarnungen erhältst, kann es sein, dass du keine Inhalte mehr auf YouTube posten darfst. Im schlimmsten Fall kann sogar dein Konto gekündigt werden. Ja, ich war sogar schon mal so weit, dass ich 2 Urheberrechtsverletzungen hatte. Einmal von ZDF, weil sie gegen eine Parodie vorgegangen sind. Sie selber machen Parodien und ich habe auch eine Parodie benutzt und habe da Inhalte von ZDF genommen, wo ich das Bildmaterial benutzt habe und das ZDF mag es nicht, wenn man deren Bildinhalte benutzt und da eine Parodie macht. Verstehe ich nicht, machen sie teilweise selber, aber sie mögen es halt nicht. Und das andere war halt, ja, da habe ich den Autor gefragt, ob ich das hochladen darf. Der hat ja gesagt, also der eigentliche Urheber, den habe ich gefragt und der hatte nichts dagegen, dass ich das hochlade.
Allerdings hat er die Lizenzen an jemanden weiterverleitet oder weitergegeben. Und die hatten da was dagegen, dass ich das dann da mache. Und deswegen haben die mir eine Urheberrechtsverletzung reingewirkt. Tja. Und das von einer christlichen Seite. Und da hatte ich zwei gleichzeitig. Das war ein bisschen gefährlich, weil das hätte dann da durchaus zu der Sperrung kommen können. Naja, aber ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn ich jetzt hier auf Bestätigen klicke. Vielleicht ist dann auch das Video zu Ende, weil dann eine Seite kommt, die ihr nicht sehen sollt. Wo dann steht, war alles nur Scherz, April oder sowas. Nein, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber vielleicht gibt es dann da irgendwelche Informationen von meinem anderen YouTube-Kanal, die ihr nicht sehen sollt. Deswegen wünsche ich euch jetzt Gottes Segen und vielleicht geht es gleich weiter, aber vielleicht auch nicht. Ihr findet hier übrigens ähnliche Videos und ja, mal gucken, was passiert. Bestätigen. Achso, ich komme also hier auf der Community-Richtlinie-Seite. Ja, das dürft ihr noch sehen. Also hier sehe ich dann halt hier, wann das abläuft. Ja, glücklicherweise habe ich nur eine Verwarnung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch streamen darf. Teilweise ist es nicht möglich, noch zu streamen. Ja. Livestreams darf ich jetzt auf diesem Kanal nicht mehr machen. Ich glaube aber, ich habe noch einen Spielekanal, wo ich Livestreams machen darf. Aber hier jetzt nicht mehr. Also, wenn ich jetzt Livestreamen will, dann geht das nicht. Aber ansonsten alles noch okay. Naja. Tja. Was soll man dazu sagen? Also, ihr dürft ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr darüber denkt. Ich werde mal auch versuchen, gegen die Sache vorzugehen. Wo kann ich denn hier Beschwerde gegen diese Entscheidung einlegen? So, werde ich jetzt machen. Warum? Du hast um diese ja. Möchtest du fortfahren? Ja. So, kann ich dann auch dieses Video, was ich hier mache, Grund. Ja. Erforderlich. Ja, Entschuldigung, dass ich nichts sage, aber schreiben und was sagen, das fällt mir halt ein bisschen schwer. Weil ich muss mich auf Schreiben konzentrieren, sonst mache ich wieder zu viele Fehler. Mache ich eh schon, aber naja. Ja, dann jetzt machen wir das hier, was auch immer das auf Deutsch heißen soll. Naja. So. Ja, jetzt komme ich nicht mehr in die, ich weiß gar nicht, welche Seite ich hier gerade bin. Konto? Die Seite kenne ich noch nicht. Premium-Konto? Naja, auf jeden Fall, jetzt können wir das Video auch über 10 Minuten strecken, damit ich wieder ordentlich Werbung reinschalten kann, ne? Übrigens, das war ein Video, was wirklich sehr gut gelaufen ist. Und ja, die 5 Euro, die ich jetzt in einem Jahr nicht mehr verdiene, wobei das waren schon mehr als 5 Euro, das, was ich da verdient habe. Insgesamt glaube ich so 20 Euro. Ja, und das war ja nicht mal ein Jahr her oder vielleicht gerade ein Jahr. Fast ein Jahr, weil das war ja zur Adventszeit. Also...
Wenn ich so 30 Euro in der ganzen Zeit verdient habe. Naja, mit so einer Urheberrechtsverletzung. YouTube ja auch. Das war übrigens eines meiner gut laufenden Videos. Hat viele Leute interessiert. Aber irgendeiner meinte halt, da verstoße ich gegen YouTube-Recht. Ich verstehe es nicht. Naja. Vielleicht mache ich hier auch mal Challenge WBS da dabei. Herr Säumicke, können Sie sich denn mal da anschauen, ob das von YouTube wirklich so erlaubt ist, was Sie dann da so machen? Wenn wir nur davon ausgehen, dass es sich wirklich darum handelt, dass ich hier Internetseiten vorstelle, mit denen man YouTube-Videos runterladen kann, ich aber in dem Video auch sage, dass man das nicht machen darf, wenn man den AGBs von YouTube angemeldet hat. Wenn man sich bei den, also wenn man denen zugestimmt hat. Deswegen mache ich mal auch Hashtag Challenge oder frag WBS oder sowas. Ich glaube, das mache ich mal. Und wenn ihr wollt, dass das dann auch den Herrn Säumicke erreicht und so, ja, dann liked das Video und bringt es nach oben. Denn je mehr Likes da kommen, desto eher guckt sich das Herr Säumicke an. Naja, ich wünsche euch jetzt nochmal Gottes Segen und hier findet ihr irgendwo ähnliche Videos. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht noch zwei weitere Strikes, Community Strikes bekomme, weil ich glaube, Community Strikes und Urheberrechtsverletzungen, die werden nicht zusammen, also gewertet, da darf man nicht insgesamt drei haben, sondern jeweils drei. Naja, ist ein anderes Thema.